Heute geht es nach Soya und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Zeige heute diese wunderschöne Fahrt nach Soya. Wir fahren von Palma aus auf das Tramuntana-Gebirge zu, was natürlich immer näher kommt. Allein das ist schon ein echter Hingucker. Dann folgt ein Rundgang durch die Gassen des Ortes. Ich verspreche mir davon, in dieser Jahreszeit zu fahren, dass wir viel entspannter schauen können, dass wir einfach einen Parkplatz finden und dass wir die Stadt so ein bisschen für uns haben. Im Sommer total beliebt, total überlaufen daher. Und das ist jetzt die optimale Jahreszeit. Ich wünsche ganz viel Spaß bei diesem Video auf Georgis Kanal. Natürlich ist das ein echtes Erlebnis von Palma aus mit der Eisenbahn dahin, mit der nostalgischen Holzeisenbahn. Jedoch, die fährt jetzt bis Februar sogar nicht und wird jetzt gewartet und dann geht es wieder los. Auch da sollte man vielleicht in einer ruhigeren Jahreszeit diese Bahn benutzen, wenn man etwas davon haben will, wenn man entspannt diese Tour angehen möchte, ein riesiges Erlebnis. Eine wichtige Station vor Soya ist auch die Ortschaft Bonyula. Diese passiert man entweder mit der Bahn. Dort gibt es einen wunderschönen Bahnhof. Den Ort habe ich schon einmal vorgestellt. Und wenn wir dort mit dem Auto dran fahren, dann vorbeifahren, dann wissen wir, es ist nicht mehr weit nach Soya. Wir nähern uns dieser Abzweigung. Im Januar und Februar wird es auch die ersten Radfahrer geben, die hier wieder ihre Touren drehen durch das Tramuntana-Gebirge und natürlich auch auf dieser Strecke unterwegs sind. Hier sollte man unbedingt Rücksicht nehmen, nicht in Panik verfallen und möglichst auf seine Chance warten, bis man dann die Gelegenheit bekommt, dran vorbeizufahren. Hier haben wir schon die Abzweigung nach Bonyula und wir fahren natürlich weiter Richtung Soya.
Wir fahren immer höher hinauf. Die Strecke wird immer interessanter. Der Ausblick hier, einfach ein Traum. An dieser Stelle musste man früher sein Geld entrichten für die Durchfahrt des Tunnels. Der ist jetzt seit 2 oder 3 Jahren frei. Und wir dürfen die Fahrt genießen. Man kann natürlich auch den Pass über den Berg nehmen, der ist aber ziemlich aufwendig. Wir fahren die letzten Meter des Tunnels und sehen uns gleich im Zentrum von Zoya wieder. Angekommen sind wir in einer der engen Straßen von Zoya. Man kann nur davon abraten, mit dem Auto hier in die Stadt zu fahren. Ich werde auch noch versuchen zu zeigen, warum. Es ist wirklich sehr eng. Es ist hier viel zu sehen. Das kann man als Fußgänger wirklich gut. Man sollte möglichst weit vor dem Ort sein PKW parken. Wer hier mit der Bahn herkommt, hat natürlich das Problem sowieso nicht. Der muss nur auf seine Abfahrt- und Ankunftszeiten achten.
wie wir schon auf den ersten Metern sehen können, sehr enge Gassen, meistens Einbahnstraßen, alles vollgeparkt, aber die Häuser wirklich hübsch anzuschauen. Ein traumhafter Tag in Soya. Viele fahren mit dem Moped hier durch. Es ist normalerweise sehr ruhig, begegnet einen so ein Zweitakter sind das ja meistens, dann wird es mal kurzfristig richtig laut. Ja, und das sind so typische Gassen für diesen Ort. Links und rechts Wohnungen oder Geschäfte. Die Dichte der Geschäfte wird jetzt immer mehr zunehmen, weil wir unterwegs sind Richtung Fußgängerzone. Und auch die ist ein echter Hingucker. Die Geschäftswelt hier ist einzigartig. Es gibt auch Massenware, sicherlich, aber das meiste wird individuell gefertigt. Viel Kunsthandwerk, viele interessante Modeläden, Haushaltsartikel, alles, was das Herz begehrt, findet man hier. Und natürlich auch frische Produkte. Man findet hier Fleischereien, jede Menge Konditoreien oder Bäckereien. Im Sommer schieben hier wirklich die Menschenmassen durch diesen Ort. Natürlich lebt der Ort auch ein Stück weit davon, aber der eine oder andere ist auch genervt. Nebenbei zeige ich hier natürlich die schönen Hausfassaden. Alles, was ich einfangen kann, versuche ich weiterzugeben.
Einige Häuser sind noch weihnachtlich dekoriert, bei manchen ist schon abgenommen, aber die Weihnachtszeit dauert hier ja ein bisschen länger. Ab Mitte Januar ist dann hier meistens auch alles wieder verschwunden. Hier kommen wir jetzt auf den Marktplatz, der natürlich total interessant ist. Ja, ein paar PKWs fahren hier auch noch durch. Das ist Lieferverkehr, der natürlich keine andere Möglichkeit hat, hier durch muss, hier sein Geschäft zu beliefern. Im Sommer ist das auch noch viel mehr Verkehr, dann wird es auch dadurch allein schon richtig eng. Hier schauen wir uns auch die schönen Fassaden an. Hier gibt es das Rathaus, eine große Kirche, die man schon von weit her sehen kann. Hier das angesprochene Rathaus, daneben die große Kirche und hier unter mir die Gleise der Straßenbahn, die dann im Sommer oder während der Saison nach Porto Soia fährt, hier durch. Es wird immer eng, die verschafft sich aber Gehör, warnt so vor der Durchfahrt. Ein riesiges Erlebnis hier immer. Hier rechts an der Ecke ist die Polizeistation. Wir gehen jetzt hier die Gasse hoch Richtung Bahnhof, der wahrscheinlich geschlossen ist, weil im Moment natürlich kein Betrieb herrscht bis, wie ich schon sagte, Februar. Dann fährt der rote Blitz, so wird er ja genannt, wieder.
Hier gibt es viele Lokale, die auch für Einheimische geöffnet haben. Auf der rechten Seite hier bieten auch Menü der Dia an. Auch das ist für Touristen eine echt gute Sache. Man kann sich hier gut durchprobieren durch das mallorquinische Speisensortiment, so nenne ich es mal. Dieser ausrangierte Waggon dient übrigens als Ticketcenter für die Fahrkarten. Und gerade oben sehen wir das verschlossene Bahnhofsgebäude. Normalerweise auch da durchzulaufen ist wirklich eine tolle Sache. Rechts davon das Tor, was verschlossen ist. Im Moment kein Bahnverkehr. Also hier runter sowieso würde ja die Straßenbahn fahren. Die Holzstraßenbahn. Wir schauen uns auch weiter einige Gassen an. Alle kann man gar nicht sehen. Das Straßennetz ist weit verzweigt und vielleicht versteht der eine oder andere auch, warum es nicht notwendig ist, hier mit dem Auto reinzufahren. Man würde sich keinen Gefallen tun. Der eine oder andere würde wahrscheinlich sogar Panik bekommen und in diesen Gassen sowieso gar nicht möglich. Aber man kann sich hier auch schnell mal verfahren. Der Wandel hat natürlich auch vor Soja keinen Halt gemacht. Viele Geschäfte, die es früher noch gab, haben mittlerweile die Türen für immer geschlossen. Dennoch gibt es hier wirklich eine große Vielfalt. Und man kann nur hoffen, dass diese Unterstützung findet und weiterhin Bestand haben wird. Für viel Gemütlichkeit sorgen auch die Pflanzen, die man hier immer wieder vor die Tür stellt. Das sorgt für eine ganz besondere Atmosphäre. Auch diese Gasse, wirklich schön. Ja.
Ich denke mal, wir haben einen kleinen Überblick über diesen schönen Ort bekommen, können das ein bisschen einschätzen. Man könnte hier noch stundenlang hin und her laufen. Es gibt eine Vielzahl von Straßen. Wir wollen uns jetzt gleich nochmal den Weg anschauen und dann wird vielleicht auch deutlich, warum man hier nicht reinfahren sollte mit dem Auto, der dann die Situation zeigt, wie sie hier ist. Im Wirrwarr dieser vielen Straßen. Wenn man sich hier auskennt, ist natürlich was ganz anderes. Aber die meisten, die hierher kommen, sind erstmalig hier. So, noch einmal mit dem Auto. Ja, auch hier sieht es mit Parkplätzen nicht viel besser aus. Auch hier viele schöne Gebäude. Auch hier lohnt es sich, wirklich spazieren zu gehen. Ja, ich werde die letzten Meter hier noch fahren. Möchte mich nochmal bedanken für die Unterstützung, fürs Dabeisein. Ein herzliches Dankeschön nochmal an die Kanalmitglieder. Wer seine Kanalmitgliedschaft beantragen möchte, ist ganz einfach. Hier in den Einstellungen findet ihr Vorschläge für Super Thanks für die Unterstützer. Da bedanke ich mich ebenso herzlich. Vielen, vielen Dank. Ein herzliches Dankeschön auch an alle PayPal-Unterstützer. Auch das ist möglich. Freut mich jedes Mal sehr. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ich begrüße, und das sind im Moment recht viele, alle neuen Mitglieder oder Neuankömmlinge auf diesem Kanal. Um die 40% waren es im Dezember. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, zeige ich jetzt nochmal die letzten Straßen. Verabschiede mich bis zum nächsten Video, sag tschüss, adios und bye bye, bis zum nächsten Mal auf Georgis Kanal. Ich fahre jetzt hier übrigens Richtung Palma. Servus!